Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank ist gegen den geplanten Radweg am Elbstrand. Das sagte die Grünpolitikerin gestern Abend im NDR. Sie wünsche sich, dass der Charakter des Elbstrands, so wie wir ihn kennen und lieben, erhalten bleibe. Damit stellt sich die Politikerin gegen die Planungen ihrer eigenen Partei. Am Montag hatten SPD und Grüne im Verkehrsausschuss Altona beschlossen, an den Planungen für den 6 Meter breiten Radstreifen auf dem Elbstrand festzuhalten.